Okay, Thomas Kraus ist bei mir. Am Ende einer langen Saison steht dann doch der Pokalsieg. Bist du jetzt überglücklich? Ja, ich denke, das haben sich alle gewünscht. Wir und auch die Fans und der Verein. Ja, und ich denke, die haben es uns heute geholt, auch wenn es im Endeffekt vielleicht unentschieden sogar gerecht gewesen wäre. Das interessiert aber keinen. Wir sind im DFB-Pokal und deswegen sind wir überglücklich. Wir wollen jetzt doch nochmal aufs Sportliche eingehen. Warum hat sich die Fortuna so ab der 60. Minute so richtig schwer getan? Ich denke, man hat gemerkt, dass wir viele Spiele in den Knochen haben. Es ist dann auch so, dass Aachen richtig Druck ausgeübt hat und wir einfach dann nicht mehr hinterher kamen. Und ja, ich denke, wir haben dagegen gehalten, haben gut verteidigt und wir dürfen auch mal Glück haben. Und heute hatten wir das Glück dann beim Tobi Fink und ja, deswegen haben wir das Ding jetzt gewonnen. Was geht heute Abend noch? Wird gefeiert? Ja, also erstmal werden wir uns heute Abend reinschütten und dann auf Mallorca. Also ich denke, willkommen zum Feiern. Gut, dann viel Spaß dabei. Okay, Tobi Fink ist bei mir. Man kann sagen, der Held des Tages mit deinem Siegtreffer zum 2:1. Einfach nur glücklich heute? Ja, aber Mann des Tages, Mannschaft. Wir haben schon Kacke, Kraft, alles dabei. Und es ist einfach nur glücklich, dass es klappt hat. Jetzt müssen wir doch nochmal aufs Sportliche zurückkommen. Warum habt ihr euch so schwer getan ab der 60. Minute? Ja, die haben super Fußball gespielt. Wir sind immer so rangekommen und wir haben uns, keine Ahnung, irgendwie nicht drauf, Fußball zu spielen, selber Fußball zu spielen. Und es war schon ein bisschen ärgerlich, weil deswegen sind wir immer mehr in die Bredouille gekommen, aber zum Schluss hat es ja doch geklappt. Ich merke schon, die Stimmung ist hier extrem ausgelassen bei allen Beteiligten. Ihr habt zu Recht den Titel gewonnen. Was geht heute Abend noch in Sachen Feiern? Ja, keine Ahnung, 2 Kamillentee und dann gehen wir heim. Okay, danke schön.